Nein, hör auf! Was geht ab, meine Lieben? Willkommen zu einem neuen Video! Freunde der Sonne, heute habe ich mir gedacht, ich reagiere auf ein DSDS-Lied, weil uns das Freude macht. Auf jeden Fall habe ich gesehen, auf Platz 2 in den Trends, DSDS-Kandidat Hakri Kari, wie auch immer, Kabus mit einem Freestyle-Rap zu Türkischer Marsch von Mozart. Klingt interessant. Und Freunde, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe bis jetzt nur eine Folge DSDS geguckt, das war die allererste. Aber das Lustigste ist, das sage ich euch gleich, wir gucken uns jetzt erstmal an, was der hier so macht. Ich weiß nicht, ob es gut wird oder schlecht wird, ich habe keine Ahnung. Weil entweder kommen ja die Schlechten oder die guten Sachen immer in die Trends. Deswegen, ich würde sagen, wir gucken es uns einfach mal an. Und ich würde sagen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, dann kommt jetzt bald die Tage ein Video. Das nennt sich 10 Arten von DSDS-Kandidaten. Wenn ihr darauf Bock habt, Daumen hoch. Ich bin echt gespannt. Ja, what? Okay, ich sag jetzt schon mal, der ist schlecht. So wie der angelaufen kommt. Jo, Mann. Okay. Hallo? Hallo. Servus, grüß Gott. Hallo. Hä? Der kommt da so rein, der guckt die gar nicht an, der guckt einfach woanders hin. Alles klar. Hey, Bruder, alles klar. Alles gut bei dir, Bruder? Ja, passt schon. Passt. Geil. Ich habe ganz vergessen, dass Pietro in der Jury sitzt. Vielleicht wissen das einige oder sehen das manchmal in den Stories. Wir haben ein bisschen mit Pietro zu tun. Also, wir gehen öfters mal mit dem essen und chillen mit dem. Und ich finde, der passt richtig gut in diese Jury dieses Jahr irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich habe die allererste Folge von diesem Jahr angeguckt und die war echt witzig. Seitdem leider keine mehr, weil ich immer, wenn das kommt, bin ich noch im Büro oder ich habe keinen Fernsehanschluss, weil der abgelaufen ist seit einer Woche. Und so muss es sein. Was ist mit Engelsgesicht? Was heißt das? Was hat das auf sich? Mein Name von Kindheit, weil ich so nett schau. Was? Nett schauen? Okay, ja, also mein Name von Kindheit ist Kackgesicht, weil ich sehe aus wie eine Kackwurst. Ja, also nicht schauen, eher gruselig, oder? Oder irgendwie, ich finde schon, das ist schon, sieht schon schlimm aus. Wie er, wenn er so guckt, dann habe ich schon Angst vor ihm. Aber der Smiley ist schön. Schau dich an. Oh. Du bist so wunderschön. Schönster Name, Alter. Oh Gott, nee, das hasse ich. Das war letztes Jahr auch schon, diese zwei Mädels dann immer, da sitzen ja immer andere, die dann eingefügt werden und irgendwas dazu sagen. Ah! Weißt du wirklich? Chari nennt man mich. Also Chari ist türkisch, Chari, aber kann man nicht so gut aussprechen. Wo kommst du her gebürtig? Türkei, Türke. Mhm. Wo in der Türkei? Ich glaube, das wird schlecht, Leute. Ich habe Angst. Bin ich spannend. Istanbul. Istanbul, okay. Du willst für uns singen heute? Nee, ich bin nicht so der Sänger. Ich bin Freestyle, einfach Freestyle. Ich bin auch eigentlich schlecht vorbereitet, aber ich habe... Was? Du bist schlecht vorbereitet, aber gehst trotzdem einfach dahin. Alles klar, ich gehe zu der SDS, weil ich will der Superstar werden von komplett Deutschland. Ich will hunderte Dinger verkaufen, ich will Gold gehen, ich will Konzerthallen füllen. Aber geh unvorbereitet zu der SDS, vielleicht gewinne ich trotzdem. Guten Instinkt, ich kick mal einfach dann. Mit Beat oder was? Mit Beat, ja, Mozart Beat. Okay. Was Neues, New Level, Mozart einfach. Alles klar. Auf dem Beat bin ich gespannt. Wow! Gut, gut. Okay, alles klar. Test. Was? Ja, es geht gleich an, mach dir keine Sorgen, es ist alles gut. Test. Das könnte ich sein! Das könnte ich sein! Test. Ja, warum höre ich nichts? Test. Und er sagt noch vorher, es geht gleich an. Mann! Ich habe manchmal das Gefühl. Nee, ich sag's nicht. Freestyle, ja? Freestyle, ja, einfach Freestyle. Test. Test. Wie oft, wenn er es jetzt noch einmal sagt, flippe ich aus. Pimmel, Arsch, Babygirl, du bist sowas von. Nochmal für unsere Zuschauer: Freestyle bedeutet, seine Worte kommen jetzt vom Kopf, frisch, nichts vorbereitet. Ja, das sagen die immer. Das ist sehr nett von Xavier Naidoo, dass er den RTL-Zuschauern das sagt, weil ich glaube, viele wissen es nicht, was ein Freestyle ist. Dann hauen sie doch ihr Standardding raus. Ich hol mir die Kohlen wie Dieter Bohlen. Oh Gott, wie kann man denn so anfangen? Dann sag wenigstens, ihr geht kegeln, ich geh bowlen mit Dieter Bohlen. War auch nicht besser. Mann, das wird schlecht. Oh Gott, nein, das wird schlecht, das wird schlecht. Von Bohlen empfohlen musst du singen. Geil. So, jetzt. Okay. Bin
gespannt. Oh Gott, ich hab Angst. Pass auf. Die ist ja mega schön. Hallo, ich glaube, Sie haben bestimmt schon Kinder und ja, bin verliebt. Ruhe jetzt. 1, 2, 3. Wie der schon da steht. Das finde ich geil. Er steht wirklich schon da wie so ein... Ihr wisst, wie so ein Gangster-Rapper. 4. Ich zieh Kokaino wie Al Pacino, der Beat ist der Burner wie Tina Turner, du hast einen geilen Arsch wie Kiel, nimm, Oh, verkackt. Oh mein Gott, ey. Wie kann man denn das, wie kann man dann da hingehen und sich dann vor ganz Deutschland blamieren? Kann mir doch keiner erzählen, dass man das, oh Gott, ich flipp aus. Ich zieh Kokaino wie Al Pacino, danach trink ein Cappuccino, ich bin der Beste, trag ne Schutz, ich keine Weste, es geht immer weiter wie ein Ghostwriter, es ist zu krass, einfach. Es ist zu krass. Das könnte echt ich sein. Aber ich würde es besser machen. Mal Freestyle auf den Mozart-Beat. Baby Girl, du bist sowas von geil. Komm. Hä? Du bist sowas von geil? Der muss sagen, Freestyle auf den Mozart-Beat. Baby Girl, du bist in mich verliebt. Das wäre doch cool gewesen. Gott. Mach mal Twerk, ich weiß nicht, was ich laber, doch Hauptsache der Text gibt irgendwie eins Sinn. Chevy, was geht ab, Bruder? Du bist mein Vorbild, du bist mein Halbbruder. Es ist... Nein, hör auf! Ich, ohne Witz, wenn ich da sitzen würde, ich würde mich weglachen. Ich wäre schon unterm Tisch, weil ich so lachen müsste. Weil live ist es bestimmt echt witzig. Immer weiter, auch wenn ich runterfalle, Freestyle einfach so, yeah. Ich hol dich runter vom Himmel, schieb dir meinen Pimmel, es ist Charlie wie Mohammed. Oh Gott, jetzt wird's ganz seltsam. Medali, yeah. Hey, Miss Fatty Fatty, you burner. I'm Power Shang, give me mother Shang, baby girl. Okay, ich drehe auch langsam durch. Es geht immer wieder weiter, bis ich scheiter, yeah. War schon gut, ey, also... Für mir würde der direkt diese goldene CD bekommen, wo er dann direkt in den Dingern ist hier in Thailand. Ja, ich spule mal hier vor. Ja, pass auf, Nummer 1, hast du gelogen? Bitte? Oh Gott, jetzt geht's ab. Ich hoffe, der rastet nicht aus. Es war nicht spontan, ja, sondern den Text hast du dir vorher überlegt. Ich zieh Kokaino wie Al Pacino, danach... Wie dumm kann er denn sein? Wie dumm kann er denn sein, diesen Text, den er jetzt gerade gedingst hat, noch vorher... in die Kamera zu rappen, freestylen. Also nicht zu freestylen, dann weiß ja jeder, dass es nicht Freestyle war, sondern dass er schon mal so ein... Oh Gott. Ändert ja eh nichts daran, dass es scheiße war. Kein Cappuccino. Ich zieh Kokaino wie Al Pacino. Ich zieh Kokaino wie Al Pacino. Danach trink ein Cappuccino. Oh Gott, ist das dumm. Das ist... Also das ist ja wirklich dümmer als ich. Das war jetzt nicht so geil. Das war jetzt nicht so geil. Also sollte jetzt irgendwie ein Durchwunder weiterkommen. Ja, aber du bist überhaupt nicht gut. Weder der Flow ist geil, noch bist du auf dem Beat, ja. Du warst nicht drauf. Ja, das ist... Sonst hat das nicht... Ich bin jetzt gerade gespannt, ob er gleich ausflippt oder ob er ruhig bleibt. Also bei der zweiten Runde hätte ich dann Tänzerin so dicke und so würde ich meine Art überbringen dicke können. Dicke Tänzerin. Aber, ja, ja. Wie dumm ist das denn? Dann sagt er, bei der zweiten Runde würde ich Tänzerin mitbringen. Ja, das wäre dasselbe, wenn ich da hingehe und alle sagen nein. Und dann sage ich, ey, aber bei der zweiten Runde, ich hätte eine riesen Hüpfburg mitgebracht, wo wir alle springen hätten können. Und Essen für alle. Macht null Sinn. Das Ding ist einfach, DSS kann wirklich ein Leben verändern. Also das ist wirklich eine riesen Chance hier. Petros Leben hat verändert. Hat er recht. Und du nimmst es so auf die leichte Schulter, machst hier einen auf. Nee. Natürlich, Mann. Was ist denn das für ein Scheiß, was du da gerade gemacht hast? Und zwar. Oh mein Gott. Oh Gott, der Typ ist jetzt bestimmt richtig traurig, weil er kam vorhin noch so rein, so, ey Bruder, was geht ab? Bla bla bla. Und jetzt haut Pietro ihn raus, wahrscheinlich. Freestyle, da freestyle ich besser und ich kann es nicht, Mann. Ich auch. Wollt ihr Freestyle hören? Ich bin besser als Karikabus, denn ich habe einen Furz in meinem... Ich höre auf, ich bin noch nicht besser. Eigentlich kompletter Müll und also Tür auf, tschüss. Er schmeißt hier wirklich raus, okay. Okay, miese Prise. Friese. Freunde, aber das Lustige ist, also was ich wirklich krank finde,
unter dem Video, das habe ich gerade noch gesehen, bevor ich es angeguckt habe, hat dieser Typ geschrieben, einen Kommentar geschrieben: Folgt mir alle auf YouTube, morgen kommt die komplette DSDS-Story von meiner Sicht. Liebe Grüße, Sohn von Tupac, Engelgesicht. Heute, wenn es regnet, wundert euch nicht, denn dessen Tupac seine Tränen, weil er auf mich stolz ist. Hä? Was gehen da für Leute hin? Was sind das für seltsame Leute, die dann noch unter ihr eigenes Video darunter schreiben und Werbung machen? Leute, ballert mal den Daumen nach oben raus, wenn wir mal diesen Kanal abchecken sollen von ihm und uns einfach mal die Videos reinpfeffern sollen. Dann machen wir das doch direkt. Und Daumen hoch, wenn ihr auch diese 10 Arten von DSDS kann, dann sehen wir, ich kann nicht mehr reden. Ah, das ist ja seltsam, Alter. Das ist ganz seltsam. Engelgesicht 666. Alles klar. Haut rein, Freunde. Ciao.